Autsch. TT Games. Die kommen uns irgendwie bekannt vor. Disney. Und Lucasfilm. Laden, laden. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Da. Willkommen, meine Freunde. Willkommen, willkommen bei einem neuen Let's Play Projekt. Wieder ein Lego Spiel hat es zu uns geschafft, dieses Mal Star Wars, das Erwachen der Macht. Ich bin schon sehr gespannt, mit was für Witz und ja, herausragender Arbeit uns Lego hier wieder überraschen wird. Das letzte war ja Jurassic World, was wir gemeinsam gezockt haben. War schon geil und jetzt geht es mit Star Wars, das Erwachen der Macht weiter. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir beginnen mal, ohne lang drum herum zu reden. Nicht wundern, falls meine Stimme noch etwas kratzig ist oder ich ab und zu husten muss. Ich bin immer noch leicht angeschlagen von einer Krankheit. Stimmlich zumindest, aber das geht so langsam immer besser, immer besser. So, Optionen und so weiter hatte ich schon mal gemacht, deswegen neues Spiel einfach mal. Oh, ich habe ja B gedrückt. Okay, wir drücken nochmal eine Taste. Ja, ich bin jetzt das B-Drücken vom Xbox-Controller gewohnt von Final Fantasy. Da ist das immer irgendwie ein bisschen anders. So, jetzt neues Spiel. So, ja, Slot 1, der ist leer. Speichern bestätigen, jawohl. Automatisches Speichern verwendet. Jetzt Spiel 1, okay. Prolog. Die Schlacht von Endor. Lange vor Luke Skywalkers Verschwinden und dem Entstehen der Ersten Ordnung bereitet sich das tyrannische Imperium darauf vor, die Rebellenallianz ein für allemal zu zerstören. Die Rebellenflotte nähert sich dem zweiten Todesstern und Luke Skywalker hat sich dem Imperium ergeben, um Darth Vader ein letztes Mal gegenüberzustehen. Han Solos Kommandotrupp ist auf dem Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor, doch die Rebellen werden in eine Falle gelockt. Willkommen, junger Skywalker. Ich freue mich schon, deine Ausbildung abzuschließen. Bald wirst auch du mich Meister nennen. Ihr irrt euch diesmal gewaltig. Denn ich könnte nicht bekehren wie einst meinen Vater. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Deine Freunde werden in eine Falle geraten, wie die Rebellenflotte. Möge die Macht mit uns sein. Jawohl. Angriff auf den Todesstern. Irgendwas muss auf dem Monitor erscheinen, ob aktiviert oder nicht. Die blockieren die Sensoren, wissen die, dass wir kommen? Angriff abbrechen. Schild noch aktiv.
Falle! Da flogen die schönen Kekse raus. Ich habe dir gesagt, es ist gefährlich hier. Komm, wo bleibt dein Optimismus? Hallo, hier drüben! Sucht ihr vielleicht nach mir? Gott, schmeiß sogar mit Schweinen hier. Ich liebe dich. Ich weiß. So, Leia. Wir haben jetzt eine Waffe, eine Knarre. Und können die hoffentlich einsetzen. Drücke X, um Feinde anzugreifen. Ah, okay. Zack, wir können hier natürlich wieder, wie es in alter Lego-Manier ist, jede Menge Münzen sammeln. Das ist sehr schön, denn die werden wir brauchen. Denn ihr könnt da auch hier probieren, jedes Level in Gold abzuschließen. So, ach, das. Ach, ja, stimmt, ja, so war jetzt meine. Hier die Bösen in dem Fall. Oh, dann hätten wir auch mit B drücken können. Irgendwas stand da mit B, wahrscheinlich eliminieren. Ah! Ein feiner Kick sozusagen. Pow! Mal zwei, mal zwei, mal zwei. So, das gab ein Herz. Oh Gott, oh Gott. Lästiges Viehzeug. Oh. Autsch. Mit Hilfe von Multisets kannst du aus einem Haufen von Legosteinen mehrere Gegenstände bauen. Ah. Ah, mehrere Gegenstände. Ach, links und rechts, oder was? Was ist denn das? Halte A gedrückt, wenn du auf Lego hüpfst und springst, um höher gelegenere Gebiete zu erreichen. Das klingt auch akzeptabel. So, hier muss ich noch ein wenig boxen. Beziehungsweise ein wenig kaputt machen, um genügend Lego-Geld zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, hatte das einen Namen, das Geld? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Nix, das hat so gefunkelt, sah mir nach was Besonderem aus, aber war es anscheinend nicht. Egal, wird alles mitgenommen, alles mitgenommen. Sehr schön, da oben haben wir zumindest schon mal eine blaue Münze. Hui, hui, hui. So. So, was haben wir eigentlich hier? Was ist das? Wenn du alle Lego-Minikits in einem Level sammelst, wird ein neues Fahrzeug für deine Sammlung freigeschaltet. Ah, okay. Das ist im Prinzip wie diese Knochenkisten bei Lego Jurassic World. Achso, das war hier alles. Achso, wir können hier gar nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich das Ding links aufbauen. Du kannst Multisets zerschmettern und die Teile dann neu zusammenbauen. Interessant. So, dann bauen wir es nochmal. Und diesmal halt links hin. Multisets, interessant. Was ist das? Du kannst Multisets zerschmettern, okay, und die Teile dann neu zusammenbauen. Das habe ich mitbekommen. Wir haben auch gerade irgendeine Achievement bekommen. Das habe ich nur nicht gesehen. Halte A gedrückt, wenn du... Genau, das sind die gleichen Informationen wie vorhin. Eine blaue Münze, sehr schön. Wenn du einen Charakter steuerst, der einen Greifhaken hat, wie zum Beispiel, drück B, um ihn zu verwenden. Achso, jetzt muss ich drücken, 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 was das Zeug hält. Alles klar. Okay. Wir haben jetzt dieses Viech freigeschaltet. Immerhin was? Geht's hinten weiter? Ich glaube nicht. Hier können wir bloß noch ein paar Münzen einsammeln. Da geht's auch noch hoch. Und ich glaube, weiß nicht, wie wir da hochkommen. Da links zumindest. So, ich glaube, wir müssen... Ah, hier ist noch was zum kaputt machen. So, gib mir die goldene Münze. Ach, da ist ein Böser. Pow! Ha! Hast du davon? Han Solo auf Endor hat 2 von 2 Herzen. Was können wir hier machen? Achso, wie konnte ich wechseln?
Ah, so. Ganz genau. Und nur der kann hier hochklettern. Verstehe. Er ist ja auch klein genug dafür. Hier oben können wir auch noch einiges Zeug kaputt machen. Was ist denn das? Achso, hier wird der Große gebraucht. Dann müssen wir die aber irgendwie... Ah, ich verstehe, schon runterschieben. Müssen wir die anderen aber irgendwie hier hochkriegen. Und hier gibt es rote Lego-Steine, oder was? Keine goldenen, wie bei Lego Jurassic World. Sondern rote. Pow. So, Chewie haben wir ja dabei. Das ist ja ganz praktisch. Da können wir nämlich mit dem gleich mal hier hochklettern. Und das Ding hier aktivieren, was auch immer das macht. Was? Nur starke Charaktere, wir können an Lego-Griffen wie diesen ziehen. Okay. Aufgeladen und feuerfrei. Achso, das ist jetzt nur aufgeladen. Na toll. Ich dachte, es ist gleich feuerfrei. Wieso konnte... Aua, was ist denn jetzt hier los? Aua. Pow. Ja, mach die platt. Mach die platt. Zack. So, was ist das hier? Können wir das kaputt machen? Jawohl, da kommen zumindest ein paar goldene Münzchen raus. So, das Herz haben wir jetzt nicht gebraucht. Was gibt's denn da oben? Eigentlich müsste ich das hier nochmal kaputt machen, ne? Ah, da bräuchte ich am besten... Wo geht's denn weiter? Jetzt links oder rechts dann? Ich weiß es gerade gar nicht. Nehmen wir mal Han Solo. Nee, kannst du es nicht kaputt machen? Ah, so, okay. Ich will nämlich erstmal da links hoch, weil ich glaube, das ist bloß Zusatz. So, hier wird es nichts weitergeben, außer den goldenen Lego-Stein. Sammeln Levels rote Steine, um Extras kaufen zu können. Jawohl. Ist notiert. Da ist schon wieder so ein... Diese Weißen. Ha. Schönes Herzchen bekommen. So, wieder rechts zusammenbauen. Das Multiset. Jetzt brauchen wir aber wieder den kleinen Krabbler. Wo ist denn der hin? Den haben wir da. Ach klar, da hinten versteckt er sich doch. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Wicked. Wicked. Komm hoch. So, du musst wieder hier durchkrabbeln. Weil das kann kein anderer außer du. Ugh. Quatsch. Das war ja jetzt totaler Bullshit, was ich gemacht habe. Oh. Han Solo nehme ich mal wieder. Konnten wir noch was machen, oder was? Nee, gezogen an, so haben wir ja schon. Ich glaube, hier geht es dann auch gar nicht weiter. Ach, wir müssen hier rechts das... Aua! Boah, voll erwischt hat es uns. Boah, der macht da ganz schön Schaden, das Ding. Boah! Der killt uns einfach so weg. Glaubt ihr das? So, ob ich hier noch... den Sprung schaffe zu den ganzen Münzen, die ich brauche. Oh, ja, ja, ich habe wieder bloß ein Herz. So, hier brauchen wir wieder Chewie. Chewie, komm mal her hier. Wo bist du denn? Da bist du. Ach, jetzt ist er gerade gefallen, natürlich. Ach, geil. Aua! Ich wollte gerade schlagen. Was ist denn los hier? Gibt's denn sowas? Ich glaube, ich spinne. Halt, die blaue Münze noch mitnehmen. So, Chewie, du bist dran. Ziehen, bitteschön. Jawohl. Gib alles, gib alles. Ja, jetzt löst das Ding endlich. Endlich ist das Viech kaputt. Boah, jetzt. Ach, da war jetzt das noch einer. Aber das ist schon entzündbares Material. So. Geh in Deckung, indem du A drückst, wenn du dich in der Nähe von Lego-Barrikaden befindest. Okay. Ah, mit RT können wir jetzt schießen. Cool. Das macht das her. Ah, sehr cool. Okay, die Steuerung, die muss man erst ein bisschen... bisschen checken. So,
So. Der da oben schießt immer noch auf uns. Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Der auch. Da oben ist wieder einer. Uiuiui. So, die einen haben wir gekillt. Jawoll. Ziel und Feuer auf die Lego-Zielscheibe, um den Sprengstoff zu zerstören. Wow. Tada. Wicked. Schwarz brüllt der eine, der andere schwarz, der eine brüllt. So, 29.440 Münzen haben wir mittlerweile schon eingesammelt. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. So, wir brauchen noch ein paar, um hier wieder volle Punktzahl zu bekommen. Oder wollt ihr das in diesem Projekt gar nicht? Wenn ihr sagt, dass, nö, das muss ich nicht machen, dann mache ich das nicht. Weil, ich meine, bei Lego Jurassic World haben wir auch bloß die Story durchgespielt, ohne uns jetzt fett um sonst welche Boni und sonst was für Besonderheiten zu kümmern, ja. Das ist ja eigentlich bloß ein Story-Let's Play, weil Lego-Spiele können ja sehr, sehr lange werden, wenn man wirklich jedes Detail spielen möchte. Haben wir bisher immer bloß die Dinger gespielt, die wir, also, was wir gebraucht haben für die Story, weil die Story schön ist. So, Kommandoschiebeblöcke können nur mit der Hilfe einer Gruppe von Charakteren verschoben werden. Sieh dich in der Nähe um. Okay. Wir brauchen noch ein paar. Sieh dich in der Nähe um. Aber soll ich mich in der Nähe umsichen? Ach, da unten sind doch ein paar. Die müssen wir irgendwie befreien. Mal gucken, ob wir das mit Chewie hinkriegen vielleicht. So, was ist mit denen? Kommandanten wie können Gruppen von Ewoks befehligen. Ach so, das kann nur der eine. Klar, der spricht auch denen ihre Sprache. Dann wechseln wir mal zu dem. Ach, Moment. Ach, der ist hier. Ja. So, jetzt schließen sie sich hoffentlich uns an. Jawohl, das sieht gut aus. Kommt mal alle mit hier rein, gekrabbelt. So, alle mal anschieben, bitteschön. Ja, gut, noch einer. Boah, eine Mammutaufgabe. Ah, das kriegen die Kleinen schon hin. Klar, so einfach ging das. Aber okay. Haha. Haha, sagen sie. Cool, hier können wir wieder was bauen. Links hin oder rechts hin? Machen wir erstmal links hin. So, was können wir damit machen? Können wir bestimmt irgendwie den Stamm hier zerstören, dass die anderen auch rein können. Ach so, Y. Moment. Pow, pow, pow. So. Oh, R2-D2 ist rausgefallen. Hat der sich hier versteckt? Was für ein Ding. R2-D2, sag mal, was machst denn du da? Versteckt er sich einfach da? So, hier können wir nur das eine bauen, nämlich eine Rampe zum Hochlaufen. Und R2-D2 braucht die sowieso zum Hochfahren. Das zerstören wir mal wieder. So, bauen mal da hinten was hin. Okay. Kann da jeder hochspringen? Was ist denn das? Ah, verstehe. Gut. Muss ich noch einer draufstellen. Zack, da haben wir wieder einen Teil gefunden. Das zerstören wir mal wieder. Und bauen dann hier rechts das Ding. Um weiterzukommen. So, R2-D2 muss das Ding... Ach, der muss das Ding bedienen.
R2D2 komm mal her, gerollt. So, was jetzt? Was? Ah! Ah, ich verstehe. So. War ein kleines Heckrätsel. Auch wenn es jetzt nicht das besonders schwerste war. Ich kümmere mich erstmal um Münzen, ganz klar. Wir müssen erstmal hier unsere Feinde besiegen. Pow. So, jetzt können wir uns um die Kisten kümmern. Und die übrig sind. Das sind ja doch einige.